Hans im Glückwicklung mit Hans im Glück live. Was ist denn? Da ist er. Der PNP und NPN Bedini in einem. Oszilliert fröhlich vor sich hin. Der NPN-Ausgang funktioniert einwandfrei. Ne, hier ist der NPN-Ausgang, ne? Und das ist der PNP-Ausgang. Ja, und jetzt geht's halt an die Einstellerei. Ne? Jetzt hat man gleich zwei Poddies. Das kann man gleich wie ein DJ hier. Geile Scheiße. Super gemacht, Felix. Das mit Hans im Glückwicklung. Also ich gucke hier selber rein, wie die ziehe ich ins Uhrwerk. Ich kann euch gar nichts erklären, ja? Ja, das sitzt dort davor. Lass noch mal noch ganz kurz ein bisschen leise, Felix. Ich wollte mal noch ein paar Daten zeigen. An einer Schaltung ist er jetzt noch dran, ne? Ja. Wir und sehen. Es ist mit was 0,020er und 0,15er gewickelt. Ja. Alles klar, also 0,20er Power. 50 Windungen jeweils nur pro Stator. Also das saß er nicht lang, hat gewickelt, hat gemeint. Aber halt mit vier Drähten parallel, ne? Zweimal 0,15er, zweimal 0,20er. Die eine Seite ist jetzt an der, na, wie gesagt, NPN-Schaltung, die andere an der PNP-Schaltung. Ja, er hat jetzt gerade mitbekommen, dass wenn man die NPN-Schaltung ausschaltet, dass der Ausgang trotzdem noch funktioniert. Komischerweise. Und ja, das waren die Daten dazu. Und hier jetzt nochmal ein Drehzahlmesser, weil das ist wirklich die bisher krasseste Variante, die wir erlebt haben. Ne? Ihr seht, hier ist eine Alaun-Batterie dran. Ne? Normale Blei-Gel-Batterie auf Alaun umgerüstet. Da können wir mal die Spannung messen, wie viel sie gerade noch hat, genau. Dass wir auch ein paar Rechnungen anstellen können. Ja, bei 12,40 ist er immer noch, also noch halbwegs fit. Nehmen wir 12,4 Volt als Anfangspunkt. Okay, naja, ich traue mich dem Ding wirklich nicht zu nahe zu kommen, weil da weiß ich nie durch, was dich erwartet. Aber Felix, komm, gib Stoff. Jetzt wollen wir hier Drehzahltest machen. Da geht der Ausgang ein bisschen zurück bei 9000. Andere nochmal zuschalten. Na komm. Achso, ist jetzt nur einer dran. Ach du Scheiße. Leck mich am Arsch. Da war bis jetzt nur einer dran gewesen. Eine Schaltung dran. Oh. Also 17.000 sieht gut aus, ne? Schon so nicht schlecht, du. 17.000 nur mit 12 Volt. PNP und NPN. War es vorher nur mit einem Transistor schneller gewesen? Gefühlt? Nimmt's nicht. Also da hat er auch diesen Wackelresonanzpunkt gehabt und wenn er über den drüber ist, war er komplett ruhig gewesen, ne? Ja. Okay, und bei der vollen Drehzahl, wie viel Stromaufnahme hat denn da gehabt? Das ist der PNP da. Achso, musst du jetzt erstmal wieder ein bisschen hin und her regeln.
dass er über den bestimmten Punkt kommt. Ja, da kommt er. Kommt nimmer. Ah, er traut sich nicht. Jetzt kommt er. Alles klar, also hier hat er 17.000 Umdrehungen und zieht 500 mA bei 12,4 Volt. Das ist eine Hausnummer. Krasse Sache. Ah, der kann sogar noch weiter runter gehen, das ist noch schneller. Und bei, warte mal, wie viel haben wir denn jetzt? Das klingt doch schneller als vorhin. Das. Na, haben wir doch die 20.000 erreicht. Ja, ich wollte gerade wegräumen. Gut, hat es der Felix nochmal getoppt. Also 20.000 Umdrehungen mit ein bisschen mehr als 400 mA. Achso, und das leuchtet ja auch noch. Ach, hör mir auf. Lächeln, doch noch ein kleines Schmankerl. Also da läuft jetzt nur auf einem Topf, nur auf dem PNP-Topf läuft er, ne, auf dem PNP. Und an den Eingang vom NPN haben wir jetzt mal noch eine LED rangehangen. Und auch die leuchtet. Und es zieht nicht weniger, oder? Im Gegenteil, es nimmt noch weniger, wenn ich die einschalte. Ey, das nimmt sich gar nicht. Doch, das zieht weniger, jawohl. Jawohl. Ach, hör mir auf. Zu geil. Wie willst du noch was sagen jetzt? Naja, jetzt können sie loslegen mit Forschen. Hans im Glückwicklung, Leute. Wir haben uns alle nie getraut daran, ne? Weil wir erstmal mit dem ganzen anderen Zeug zu tun hatten, aber. New York. Zieht ein bisschen ganz schön viel Staub an. Quantenvortex. Alles klar, so. Mal gucken, wenn wir nicht noch was rausfinden, war es das erstmal für heute. Bis später. Ahoi. Wie krass ist denn das, ey? So, jetzt haben wir zwei Batterien am Eingang, weil wir haben den Ausgang jetzt aufeinander gelegt. Nee. Haben wir noch nicht? Ach, das haben wir auch nicht. Hey, deswegen machen wir das Experiment hier. Ach so. Alles klar. Das ist unmöglich. Krass. Okay, nochmal. Ja, wie? Von der Batterie mit Minus auf die Batterie mit Minus ist doch kein Problem. Gut. Okay. Das müsste gehen. Und der Plus? Aha. Ah. Ach so, jetzt hast du erst dazugeschalten. Nein. Krass. Also das ist jetzt nur mit PNP sozusagen? Jetzt schalte ich zu. Und jetzt schaltet er ein NPN zu. Ja, das ist schon viel ordentlicher, die Leuchtstärke. Also das kann man ja sagen, ungefähr mit 2x12 Volt jeweils, da müssen wir halt noch messen, aber es klingt jetzt so wie jeweils 200 mA war, also insgesamt 400, 500 mA. Schätzen wir mal so ungefähr, ne? Ja. Die sind schon ordentlich hell, also. Natürlich noch nicht volle Leuchtstärke, ne? Aber dafür. Ist mal voll ausreichend. Auf den Re-EMF-Charger umgemünzt, schaut es bei mir jetzt momentan so aus. Einer ist als PNP aufgebaut, ein Re-EMF-Charger, und einer als NPN. Die Ausgänge gehen dann alle auf eine Batterie sozusagen. Und wir können das Messgerät hier mal reinhalten. Das ist immer so eine Sache mit dem Hinstellen hier. Okay, hier sieht man was. 1,4 Ampere. Und jetzt schalten wir mal
schalten wir zuerst mal den NPN aus. So, NPN ist aus. Nur der PNP ist bei 800 mA. Und jetzt schalten wir den PNP aus und nur den NPN an. Und nur der NPN, ne? Baugleicher Transistor da drin, der eine als NPN, der andere als PNP. Aber beim NPN zeigt die Stromzange hier gut 200 mA weniger an. Finde ich auch ziemlich interessant. Aber wir lassen ihn jetzt doppelt befeuern mit PNP und NPN. Ja, rennt. Genau, ist er wieder bei seinen 1,4 Ampere. Ja, für die kleine Batterie ist schon, ja, geht dem Ende entgegen. Ne? Dürfte langsam voll werden. Oh, ich finde es so hammerhart. Also, so, den Rest kriegt er selber hin. Ne? Bis später. Ja gut, okay, kleinen Tipp vielleicht mal noch, wer noch nie eine PNP-Version davon gebaut hat. Bei PNP alles 180 Grad verdrehen, ne? Also die Dioden alle andersrum reinsetzen und Plus und Minus am Eingang vertauschen. Ja, und dann rennt der genauso wie der NPN, nur ein bisschen anders. So, jetzt aber. Bis später.